Ja, wir befinden uns hier an einem ganz besonderen Platz, und zwar der Maria-Theresia-Platz. Ein geschichtsträchtiger und auch sehr bekannter Platz in Österreich und auch international. Auf der linken Seite, da sehen Sie das Kunsthistorische Museum, auf der rechten Seite das Naturhistorische Museum, ein beliebter Treffpunkt für viele Touristen. Und von den Touristen kommen wir zum Wetter. Wie wird das in der nächsten Zeit sein? Am heutigen Samstag, da ist es auf jeden Fall angenehm warm. Temperaturen um die 27 bis 28 Grad. Am Sonntag, da sieht es ähnlich aus, da steigen die Temperaturen ebenfalls um die 27 Grad. Sehr angenehm, Sonnenschutz sollte man allerdings nicht vergessen. Der Ausblick für die nächste Woche, der ist allerdings ein bisschen schlechter, und Sie merken es auch, ein lebhafter Nordwestwind, der begleitet uns ebenfalls das ganze Wochenende hindurch. Am Montag, da fängt es dann an mit dem Gewitter. Da wird es auch immer wieder Regenschauer geben und auch Wolken, die sich durch ganz Österreich ziehen. Der lebhafte Wind, der wird auch am Montag weiterhin bestehen bleiben, zusätzlich Gewitter und Regenschauer, genauso wie auch am Dienstag und am Mittwoch. Die Temperaturen bleiben aber auch in der kommenden Woche immer um die 26 bis 27 Grad. Sehr angenehm, aber auch den Regenschutz, den sollte man trotzdem nicht vergessen. Das Gewitter, das wird in der kommenden Woche auf uns zukommen. Genießen Sie noch den schönen Samstag und den Sonntag, wie beispielsweise hier am Maria-Theresien-Platz. Ins Museum kann man gehen, einen Spaziergang machen oder sich hier ganz entspannt auf die Wiese setzen.